Gerade mal 49 Kilo schwer und 25 Jahre alt kämpft die Boxerin Tayone Cedeño nicht nur mit ihren Fäusten. Die Venezolanerin trat 2019 für ihr Land bei der Weltmeisterschaft an und hat in Südamerika schon Titel gewonnen. Dabei hat sie sich gegen Vorurteile und Ungleichbehandlung gegenüber Männern im Profisport durchsetzen müssen, sagt sie. Ihre Leidenschaft für den Sport habe ihr dabei geholfen. Boxen hat mich stark gemacht. Ich habe gelernt, dass Frauen wundervolle Dinge tun können. Cedeño kam über den Kampfsport zum Boxen. Sie habe es von Anfang an geliebt, sagt sie. Auch wenn es in ihrem Umfeld immer wieder Menschen gab, die ihr sagten, Boxen sei ein Männersport. Zwar sei sie nie sexuell belästigt worden, aber klein gemacht habe man sie. Generell würden Frauen im Profiboxen weniger gefördert und seltener zu Wettbewerben geschickt. Man habe ihr im vergangenen Jahr zum Beispiel gesagt, dass nur die Männer nach Kuba fahren dürfen, da diese auch an Olympia teilnehmen und Priorität hätten. Auch wenn die Unterstützung von offizieller Seite noch fehlt, Cedeño ermutigt andere Frauen ebenfalls zu boxen. Der Sport sei eine Möglichkeit zu entdecken, welche Kraft in ihnen stecke und an sich zu glauben. Wir werden Schranken durchbrechen, wir werden es weit bringen und es ist Zeit, dass Frauen so gesehen werden, wie sie sind und wie die großen männlichen Athleten anerkannt werden.